Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu dem ersten VGC-Video hier auf diesem Kanal, beziehungsweise dem ersten VGC-Kampf mit dem schon vorgestellten Team. Falls ihr das Vorstellungsvideo von diesem Team noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall vorher an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, wir spielen heute mit diesem Team. Wie gesagt, ne, von vornherein schon mal, ich bin kein VGC-Pro oder so. Also ich kenne mich echt nicht so gut aus, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, gut zu spielen. Ja, keine Ahnung, wie gut das funktionieren wird. Wir fangen erstmal mit freien Kämpfen an. Einfach damit ich ein bisschen mein Team ein bisschen besser lerne und auch natürlich VGC-Plays ein bisschen besser verstehen kann. Und dann werden wir uns zu den bewerteten Kämpfen überbegeben. Und der hat ein interessantes Team. Tauros hat so eine Fähigkeit mit Kurzschluss, ne? Wieso ist jetzt... Okay, da war kurz der Sound weg. Mit Kurzschluss oder so, ne? Kann er das irgendwie... I don't know. War das nicht... Ich bin verwirrt. Er hat zwei Normal-Pokémon und zwei Kampf-Pokémon, okay? Okay. Das heißt, Pelipper ist schon mal richtig gut. Wir starten mal mit Pelipper und Enteron. Ich glaube, das sollte passen. Und dann nehmen wir noch Kaguron mit. Kaguron kann halt super viel tanken. Und dann nehmen wir noch Knarkrank mit. Weil Knarkrank trägt den Scarf. Ich habe jetzt, also ihr habt mir super viele Kommentare geschrieben, was mich super gefreut hat, wie ich das Team verbessern könnte. Ich habe aber noch nichts verändert. Also bis jetzt noch nicht. So, zum Beispiel Mikkel hatte geschrieben, ich werde Probleme mit Gastrodon haben, deswegen sollte ich anstatt HP Ice auf meinem Kaporiki Grassnot spielen. Also Strauchler ist vielleicht eine Idee. Aber solange ich dem Ganzen, glaube ich, noch nicht begegne, werde ich erstmal noch nichts ändern. Also der Vorschlag ist sehr gut, gehe ich sehr scharf von aus. Aber solange ich dem Ganzen noch nicht begegne, lasse ich das erstmal so. Okay, Mungo Spector und Razav. Razav wird Mogel hieben. Einen von uns beiden. Deswegen gehen wir mit Orkan auf Razav und mit Hydropumpe auf Mungo Spector. Ich glaube, das ist okay, weil ich bin mir unsicher, was Mungo Spector kann. Keine Ahnung. Aber ich habe... Und Razav wird wahrscheinlich irgendwie einen Mogel hieben, davon gehe ich halt aus. Aber schauen wir mal. Okay, wir sind auf jeden Fall schneller mit der Hydro-Pumpe. Er geht nicht für Mogelhieb. Und Mungo Spector geht down. Das ist nice. Er wird, glaube ich, auf Enteron leider gehen. Aber wir sind schneller. Easy. Das überlebt er nicht. Easy, Crit. Okay, der hat nicht gemattert. Wir haben immer noch unser Focus-Gold auf Pelipper, richtig gut. Also keine Ahnung, was er machen wollte. Vielleicht sind es irgendwelche coolen Strategien, die er gerade fährt. Dann, wenn ja, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Falls ihr da irgendwas kennt so. Oh lol, der spielt doch die Tauros Hariyama Mungo Spector Razav-Strategie. Die ist doch richtig gut. Und ich kenne die halt nicht, das kann ja sein. Okay, gleiches Spiel wie eben. Wir werden einfach genau dasselbe nochmal machen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass Hariyama Mogel hieben wird. Und falls nicht, dann halt nicht, ne? Ich will nicht, dass meine Hydro-Pumpe daneben geht. Deswegen setzen wir unsere Z-Attacke auf Tauros ein. Da sind wir, glaube ich, safe. Und okay, er Mogel hiebt wieder nicht. Dann haben wir gewonnen. Also unsere Z-Attacke killt auf jeden Fall Tauros. Außer er trägt einen Focus-Sash oder ein Focus-Band oder sonst irgendwas. Aber ansonsten sollte Tauros auf jeden Fall down gehen. Superwasser-Tornado, okay. Sieht halt richtig cool aus. So, und Tauros geht auf jeden Fall down. Ist auch, ich glaube, Tauros wäre schneller als Pelipper gewesen, aber ja, da kommt jetzt der Orkan. Und Hariyama ist, glaube ich, auch nicht gesashed. Und selbst mit Assault Vest, weiß ich nicht, ob er es getankt hätte, aber das ist ein GG, ja. Ich glaube, das war ein Gegner. Der war nicht so gut. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur richtig gut. Das kann er dann... Nein, das glaube ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach noch einen zweiten Kampf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im zweiten Kampf wieder. Bis gleich. Und da haben wir auch schon wen gefunden. Den John aus den Vereinigten Staaten, aus Florida. Und er spielt ein Team. Er spielt einfach Gastrodon, ne? Stell dich vor, ich hätte jetzt Grassnot richtig gut. Ich packe nach dem Match Grassnot auf meinem Kaporiki, ja. Wenn ich es gerade so sehe, dann
habe ich sehr viel Angst vor Gastrodon. Aber das ist okay, denn wir haben ja Pelipper. Ne? Kann Pelipper da irgendwas machen? Ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall wieder Lust, mit Pelipper und Enteron zu leaden. Und Kagoron und Knacker nehme ich, glaube ich, auch wieder mit, oder? Knacker macht halt super viel mit EQ, wenn Kagoron weg ist. Und Steinhagel ist auch nicht so bad. Und Kagoron kann halt wieder super viel tanken. Knogger macht halt nicht so viel. Obwohl, doch, Knogger macht... Na, es geht. Nehme ich Knogger mit? Ich nehme, glaube ich, noch Knogger mit. Sie fragt Kagoron oder Kapuriki? Oder Knackrack? Ich glaube, ich nehme... Ne, Kapuriki. Obwohl... Ne, Kapuriki ist echt nicht gut. Er hat drei Elektro-Abfangsdingens. Wir nehmen Knogger und Kagoron mit. Ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wie gesagt, ich habe super Schiss vor Gastrodon. Holy shit. Ich hätte jetzt super gerne Grassnot auf Kapuriki. Machen wir dann nach dem Match drauf. Ja, schauen wir einfach mal. Was der gute John... Vielleicht nimmt er auch Gastrodon... Naja, er wird Gastrodon mitnehmen. Ich hoffe, er leadet aber nicht mit Gastrodon. Capofalla und Porygon 2. Das ist okay. Denke ich. Pelipper und Enteron, ja. Ja. Ich glaube, das ist okay. Wir werden Capofalla, glaube ich, direkt mit dem Wassertempo mit der Z-Attacke rausnehmen. Und mit Orkan auf Porygon gehen. Psychoerzeuger, das ist okay. Das ist fein. Fährte. Niesel. Okay, solange er kein Wassertempo bekommt, ist es gut. Okay, also. Orkan auf Porygon. Und Hydro Vortex Superwasser Tornado auf Capofalla. Das ist hier der Play. Ist es random, welche Fähigkeit Porygon 2 kopiert vom Gegner? Also hätte er jetzt auch Wassertempo kopieren können, anstatt Niesel. Okay, wir sind auf jeden Fall schneller mit unserem Enteron, kriegen hier auf jeden Fall unseren Z-Move raus. Auf Capofalla. Das ist richtig gut. Und das sollte Capofalla, denke ich mal, nicht überleben. Spielt man Capofalla? Nein, man spielt Capofalla nicht mit Sash, oder? Nee. Glaube ich nicht. Sollte auf jeden Fall down gehen. Ja, Capofalla ist down. Perfekt. Okay, und Verwirrung wäre jetzt richtig gut auf Porygon. Wenn wir die bekommen würden. Und ja, der Damage ist auf jeden Fall okay. Und es ist ein Trick Room Team, okay. Das ist in Ordnung, glaube ich. glaube ich. Die Leute haben ja auch in den Kommentaren geschrieben, so Trick Room ist echt gut gegen dein Team und wird häufig gespammt und das weiß ich auch. Aber, also wie gut es jetzt gegen mein Team ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es sehr häufig gespammt wird. Deswegen einfach mal schauen, wie gut wir dagegen... Aha, also, hallo Gastrodon. Hi. Ja, Kahn auf Gastrodon. Und Eisstrahl auf Gastrodon, oder? Ich glaube, Porygon Dings einsetzen. Genesung. Und ich will einfach dieses Gastrodon wegbekommen, deswegen einfach alles auf Gastrodon drauf. Ich glaube, oder er wird mit Donnerblitz auf Pelipper gehen. Das wäre halt auch okay. Toxin auf Enteron. Okay, das ist fein. Und Donnerblitz auf Pelipper, wir haben halt den Sash. Das ist halt super gut. Oh Gott. Oh Gott, der will mich Toxic Storm mit Genesung. Mit beiden. Ah, Bitte mach richtig viel Damage. Oh, das ist gar nicht so wenig. Und das ist eine Beere. Spezial. Wer? Bitte den Freeze. Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Wer? Okay, er wird Genesung mit Gastrodon einsetzen, auf jeden Fall. Oder beziehungsweise, ich glaube, sogar mit beiden. Kagoron kann nicht toxiniert werden. Und wir können Egelsamen auf Dings rausbekommen. Das heißt, wir wechseln hier auf Kagoron und gehen mit Hydropumpe auf Porygon. Also mit Pelipper wechseln wir raus auf Kagoron, werden dann die Egelsamen auf beiden rausholen.
Und dann soll Cargoron hier den Rest machen. Ich glaube, das ist okay. Ja, da kommt die Genesung. Geil. Oh, lecker. Okay, und Eisstrahl von Porygon auf. Cargoron, kein Freeze, bitte. Gut, und Hydro-Pumpe? Ah, es hat... Ja, never mind. Never mind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, also dass ich gar keine Wasserattacken mehr einsetzen kann. Dass es so wie Blitzfänger funktioniert, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Aber ich wollte auch den Spezialangriff von Gastrodon erhöhen, weil das macht man nämlich so. Irgendwie nicht so. Das sind Tactics. Nein, sind es nicht. Okay, Ekelsamen auf Gastrodon und Schutzschild mit Enteron. Enteron soll jetzt gar nicht angegriffen werden. Und ich glaube, das wird der Ben wahrscheinlich eher tun. So, Siedwasser geht auf. Ah, oh, lol, er geht echt auf Cargoron. Aber er Double Targetet nicht Cargoron. Oh, lol, durch den... Ach, come on! Das ist okay. Hey, er geht auf Toxin. The fuck? Okay, Egelsamen trifft. Das passt. Wir haben halt jetzt Egelsamen und Leftovers Recovery. So, das ist halt super gut. So, wir heilen uns jetzt erstmal ordentlich hoch. Das macht echt viel. Das heißt, wir heilen uns dementsprechend auch sehr gut. Enderon bekommt immer noch weiter Toxinschaden, das ist auch fein. Verbrennungsschaden, okay. Wenn er jetzt... Ich glaube, er spielt kein Thunderbolt auf Porygon, oder? Ich gehe mal mit Egelsamen auf Porygon. Und setze... Oder wechsle ich raus. Könnte raus auf Knogger gehen, weil der Bizarrom nächste Runde weggeht. Deswegen gehen wir raus in Knogger. Das heißt, der Regen hört dann wahrscheinlich auch auf, wenn ich es richtig... Er geht mit Gastrodon raus in sein Cargoron. Das ist richtig gut, weil wir jetzt gerade in Knogger gegangen sind. Predicted. Easy. Okay, Knogger kommt rein. Zack. Eisstrahl von Porygon auf Cargoron. Ja, er will mich echt freezen. Ach nee, kann er gar nicht. Wir sind ja verbannt. So, Egelsamen treffen. Perfekt. So. Jetzt heilen wir uns wieder dementsprechend. Es hört auf zu regnen, perfekt. Und die verdrehten Dimensionen müssen jetzt wieder normal sein, Fragezeichen. Oder erst nächste Runde. Ist erst nächste Runde? Wenn es erst nächste Runde ist, wäre es auch kein Problem. Also ich glaube sowieso, dass der Knogger nichts kann. Außer zu toxinieren. Aber das wäre okay. Ah, verdrehten Dimensionen. Perfekt. Psychofeld verschwindet wieder, das ist auch nice. So, und wir werden jetzt auf den Slot von Cargoron wieder Egelsamen einsetzen. Und, oder? Ne, machen wir nicht. Wir gehen wir hinter den Sub mit Cargoron. Sub wäre eigentlich cool. Wir gehen hinter den Sub. Und setzen Flammenblitz auf Cargoron ein. Richtig gut, dass er mit Gastrodon eigentlich rausgegangen ist. War okay, wechselt raus, er geht wieder in Gastrodon. Das ist aber auch okay. Richtig gut, dass er rausgegangen ist, weil so hat er seinen Spezialverteidigungsboost und seinen Spezialangriffsboost verloren. So, wir gehen jetzt mit Cargoron hinter den Sub. Ja, ist jetzt leider ein bisschen unlucky, dass wir jetzt auf Gastrodon mit dem Flammenblitz gehen. Oh, shit! Holy! Das ist ja Damage! Holy shit! Und er holt den Bizarrom wieder raus. Das ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Ich werde jetzt wieder mit Cargoron Egelsamen auf Gastrodon einsetzen. Wir heilen uns jetzt ja wieder super gut hoch. Und dann gehe ich mit Schattenknochen auf Gastrodon. Weil die Frage ist halt, wird er sich jetzt heilen oder wird er versuchen, meinen Knogger zu töten zu wollen? So, wir gehen jetzt mit den Egelsamen auf Gastrodon. Und wir gehen mit Schattenknochen auf Gastrodon. Ich will dieses Gastrodon auf jeden Fall erstmal weg haben. So, Cargoron ist kein Problem und Porygon kriege ich dann auch weg. Weil wir haben nämlich immer noch Pelipper und Enteron in der Hinterhand. Ich bin gespannt. Okay, er wechselt raus in Cargoron. Okay, das passt. Das ist okay. Und geht mit Gastrodon für sie was. Aber das Tankknogger, oder? Nice. Sehr gut, das heißt, Gastrodon sollte down gehen. Schattenknochen. Bam. Gehen jetzt die Egelsamen auf Cargoron? Ja, ne? Ja, ich glaube. Ja. Das habe ich predicted, dass er rausgewechselt ist.
Und bin natürlich genau auf den Slot gegangen, wo Porygon stand. Hallo? Das habe ich doch so gesagt, oder? Oh, lol. Achso, die Capture Card spinnt gerade nur ein bisschen. Ich dachte schon, Verbindung zum Spielpartner war unterbrochen, aber alles safe. Holy shit, ich habe mich richtig hart erschrocken. Aber merkwürdigerweise ist so, wenn es so rumspackt, dann heißt eigentlich, dass mein Kabel nicht richtig funktioniert, aber dann wäre es rausgegangen, hätte man es gehört. Aber man hat einfach nichts gehört. Super merkwürdig. So, er wird jetzt auf jeden Fall in Porygon gehen. Wir werden die Egelsamen wieder auf Porygon rausholen. Kagoron hier super gut. Und das Match sollte jetzt, glaube ich, ab diesem Zeitpunkt gewonnen sein. So, Fährte aktiviert sich und er kriegt Blitzfänger. Das ist egal. Das stört mich nicht. So, Egelsamen auf Porygon und Flammblitz auf Kagoron. Er wird Knogger, denke ich, besiegen. Das wäre voll okay. Also ich glaube nicht, dass er sich hochheilen... Also, er hat ja den Bizarraum noch draußen. Die Frage ist halt, kann Kagoron Knogger besiegen? Und wird er sich mit Porygon hochheilen? Wir sind lang... Sind wir... Hä? Sind seine Pokémon schneller als mein Knogger? Im Bizarraum... Der Bizarraum ist doch draußen, oder nicht? Oder bin ich gerade komplett Banane? Hä? Toxin, okay. Ja, nice. So, Egelsamen kommen. Und jetzt brauchen wir nur noch Pidipa rausholen. Und Orkan einsetzen, dann haben wir gewonnen. Außer... Ne, wird halt nochmal Genesung einsetzen wahrscheinlich. Oder? Weil die Sache ist ja die... Die verdrehten Dimensionen sind ja eigentlich draußen. Oder? Und ich bin totally verwirrt, aber okay. Trotzdem kann er sicher nicht dagegen stallen mit Porygon, das funktioniert nicht. Aus dem Grund, dass ich jetzt wahrscheinlich Siedewasser einsetzen werde, bis der Burn kommt. Und dann hat der Egelsamen Schaden, Burn-Schaden. Und hier gehen wir jetzt nochmal für den Ramboss auf Porygon, macht auch nochmal Damage. Siedewasser, haben wir dann den Burn, die Burn-Chance und dann... haben wir noch mit Orkan die Verwirrungschance. Das heißt, auf Dauer wird er das nicht gewinnen. Und dann natürlich Enteron macht dann später halt super viel Damage. Sobald Kagoron oder Pelipper weg sind. Genesung. Okay, er will sich echt dagegen stallen. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Ich denke nicht. So, Ramboss wird nicht viel Damage machen. Ich glaube, wir haben sogar einen Angriffsdrop. Kann es sein? Wer hatte Bedroher an seinem Team? Niemand hatte Bedroher, glaube ich. So, sieh du, was er kommt. Und yo, allein das macht schon guten Damage. Wir bekommen nicht den Burn. Wir bekommen nicht den Burn. Aber jetzt kommt noch Egelsamen Damage. Und dann hat er mehr verloren als geheilt. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn der Burn da ist, dann ist sowieso over. Und Toxin und Burn. Wir heilen uns halt mit den Egelsamen, mit dem Burn dagegen und den Leftovers. Also Kagoron stirbt auf keinen Fall. Und Pelipper braucht halt auch noch 700 Jahre, bis es endlich stirbt. Von daher. Er will es aber halt echt rausprovozieren. Er will halt durchgehend für Genesung gehen. So, wir schauen mal jetzt, wie viel Damage wir machen und ob der Burn kommt oder nicht. Und dann sage ich vielleicht, okay, ich schneide es hier kurz raus. Weil das könnte halt noch ein bisschen dauern, wenn es halt so weitergeht. Wenn wir jetzt nicht den Burn bekommen. Okay, sieht er, was er kommt. Und... Der Burn, okay, nice. So, jetzt aber mit Burn und Egelsamen sollte er sich auf gar keinen Fall dagegen heilen können. Sag ich auf P... Nee, wir können ja jetzt Orkan einsetzen, stimmt. Macht Siedewasser mehr als Orkan? Ich glaube schon. Aber ich hätte halt super gern noch die Verwirrung. Ich könnte aber auch raus in Enteron... Nee, das wäre eigentlich auch doof. Oder wäre das klug? So, jetzt kommt noch der Burn. Kam die Egelsamen schon? Ich glaube, wenn ich für Siedewasser gehe, ist auch schon vorbei, oder? Okay, ja. GG. Das hat sich jetzt von selbst erklärt. Damit sollte Pelipper das schnellste Pokémon hier sein und kann Porygon damit rausnehmen. Gut. War ein guter Kampf. Wir haben es sogar mit Gastrodon aufnehmen können. So, ich glaube, es war ein Missplay mit Gastrodon rausgehen an der Stelle, wo er rausgegangen ist. Konnte einfach nichts machen, so. Ich finde halt Egelsamen Kagoron richtig gut. Ist halt super disgusting, aber
ist es halt gut. Aber ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da, schreibt mir auf jeden Fall wieder Feedback in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.